Mit meiner Nachbarin Frau Weiland bin ich seit letztem Winter befreundet. Das fing alles mit einem blöden Zufall an. Und zwar ist sie vom Haus ausgerutscht und ich kam da gerade vorbei und habe ihr aufgeholfen und die Einkaufstüten noch hochgetragen. Sie hat mich dann auf einen Kaffee eingeladen und am Ende haben wir uns festgequatscht bis abends und uns super gut verstanden. Dabei habe ich immer gedacht, alte Leute wären langweilig. Seitdem treffen wir uns regelmäßig, meistens bei ihr. Die hat eine super schöne Wohnung und da will sie auch auf gar keinen Fall weg, wie sie sagt. Und unsere Wohnungsgesellschaft unterstützt das zum Glück auch. Und manchmal gehen wir zusammen vor die Tür und machen ein bisschen die Gegend unsicher. Also, auch wenn die Frau Weiland schon viel älter ist als ich, ich finde die so cool. Und die ist noch voll fit und aufgeschlossen. Ich zeige zum Beispiel mal so Internetsachen und sie zeigt und erklärt mir auch alles Mögliche. Zum Beispiel hat sie mir das Stricken beigebracht. Und jetzt bin ich eine passionierte Mützenstrickerin. Ich finde, Jung und Alt ist eine gute Kombi. Wir ergänzen uns super und haben echt viel Spaß. Für meine Zukunft könnte ich mir sowas auch vorstellen. Ich überlege, eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau zu machen. Da hat man auch viel mit Menschen zu tun. Und das Zusammenwohnen mehrerer Generationen gehört in der Wohnungswirtschaft schon längst zum Alltag. Da haben alle was von. Und es macht echt Sinn.